Ja, hi meine Lieben. Heute geht's mal ganz mit was ganz anderem los und zwar keine Shisha, sondern ein wenig abgedrehte Comedy. Genau, und zwar machen wir heute mal was ganz anderes. Wir reden heute mal darüber. Schließlich ist draußen das Wetter schön. Ja, ich hoffe, ihr habt die Augen schon aufgemacht und es gemerkt, draußen scheint die Sonne und was kann man da natürlich sehr, sehr schön machen? Ja, man kann grillen. Und deswegen stelle ich euch heute ein paar Apps vor, damit ihr auf das Grillen perfekt vorbereitet seid. Fangen wir mit der ersten an, die Nummer 1. Der Grilltyp-Test. Der Grilltyp-Test. Welcher Grilltyp bist du? Ja, genau, das ist hier die Frage der Fragen, das weiß ich auch nicht. Welcher Grilltyp du bist, ich weiß aber, die App findet es für dich heraus und zwar fragt sie dich anhand 20 Fragen, so wollte ich eigentlich machen, dass du ein perfekter Griller bist oder doch eher der Anfänger. So dürr und dreckig wie er ist, so dusselig ist er auch. Und zwar mit Fragen, zum Beispiel drei Fragen mal aus vorweggegriffen, wann grillst du, wo grillst du und gehört die Frau an den Grill, ja oder nein? Die Cocktails-App. Ja, die Cocktails-App darf natürlich definitiv nicht fehlen. Wenn es ein richtig schöner Abend ist, schön lau, so wie es auch sein sollte, genau dann, man bräuchte doch dann ein kühles Getränk und da kommt doch die Cocktail-App genau richtig mit 2300 Rezepten. Dann musst nur noch du genau wissen, wie du sie anmischst, aber das sagt dir die App. Das Einzige, was du brauchst, ist ein wenig Zubehör, um es auch perfekt machen zu können. Aber da ist die Kreativität von dir gefragt. Das ist nicht mehr die Sache der App. Die Grillmeister-App. Ja, die Grillmeister-iPhone-App ist ein wenig fragwürdig. Und zwar grillen wir auf dem iPhone. Die Kohle ist an. Ja, genau. Du musst es in Echtzeit machen und zwar, wie man es natürlich kennt vom echten Grill, die Kohle anmachen. Ja, genau, dann musst du auch in Echtzeit warten. Also eine halbe Stunde ist eingemessen in dieses Programm. Danach kannst du dir das Fleisch, die Wurst oder was du grillen möchtest aussuchen und legst es auf den Grill. Dann musst du es mit einem Doppelklick wenden. Nicht vergessen, denn das ist das Wichtige. Das Fleisch soll ja nicht von einer Seite nur gebraten oder gegrillt sein. Nein, es braucht beide Seiten. Logischerweise, sonst schmeckt es nicht, kennst du selber. Du kannst auch mit einem Drehklick das Fleisch direkt auf den Lattenrosten oder auf dem Rost selber generell überhaupt anordnen, was natürlich eine sehr tolle Funktion ist. Und nein, das reicht noch nicht. Am Ende kannst du dir das Fleisch auf einen Teller tun, eine Tischdecke und eine Serviette aussuchen und so tun, als würdest du dein grad gegrilltes essen. Die Sommerrezepte. Ja, die Sommerrezepte-App sagt uns ganz genau, was der Name uns verrät. Und zwar Sommerrezepte aller Art. Wir finden da drin sehr, sehr, sehr viele Rezepte, was wir machen können für schöne, laue Sommerabende. Es existieren Snackrezepte, Pasta-Rezepte, was für den Grill, was das Herz begehrt. Ihr könnt in diese App reingucken und es für euren Grillabend benutzen, wenn es euch hilft. Der Grillmaster. Die Grillmaster-App zeigt euch ganz genau, was ihr machen müsst. Ihr werdet der Grillmaster 3000. Genau, da drin werdet ihr sehen, wie lange ihr das Fleisch auf den Grill legen müsst, ob, wenn ihr es Rare, Medium oder Well Done haben wollt. Diese App hat einen integrierten Timer, nennen wir es einfach mal eine Eieruhr und sie piept sogar bei der Hälfte der Zeit, wenn ihr es wenden müsst. Diese App kann alles, sie weiß sogar, wie heiß euer Grill ist und kann genau daran sehen, wann ihr es enden oder wenden müsst, ohne dass ihr es ihr sagt. Die Einkaufsliste. Die Einkaufszettelliste-App ist eine sehr schöne App, meiner Meinung nach. Sie erleichtert euch das Leben in dem Sinne, dass ihr keinen Einkaufszettel mehr schreiben müsst, sondern alles da rein. Ihr könnt nach Kategorien oder nach Einkaufsläden sortieren. Und ja, richtig, wenn ihr diesen Artikel, den ihr haben möchtet, in euren Korb gelegt habt, vergesst nicht, auf den Warenkorb in der App zu drücken. Der Steak-Timer.
Der Steak-Timer, ähnlich wie der Grillmaster, euch wird gezeigt, wann ihr das Fleisch wenden müsst, wann es eine Ruhepause braucht und welches Steakmesser ihr am besten benutzen sollt. Der Steak-Timer macht es so ähnlich wie der Grillmaster. Er hat auch eine integrierte Eieruhr und verrät euch genau, wann euer Fleisch oder das, was ihr grillen möchtet, perfekt durch ist. MyGrill. Die iPhone-App MyGrill hat ganz besonders mehr als 100 Zutaten, Quatsch, Rezepte für euch. Und daraus könnt ihr nach je nach Belieben kulinarische, ganz besondere Rezepte euch raussuchen. Und es hat vor allen Dingen stehen dabei die Zutaten und was ihr braucht. Und per Knopfdruck könnt ihr es euch in eure Einkaufsliste übertragen lassen und müsst dann nur noch auf den Warenkorb klicken, wenn ihr es in eurem Warenkorb habt. Das Regenradar. Das Regenradar, meiner Meinung nach, eine gute App. Es zeigt euch an, regnet es oder regnet es heute Abend nicht, wenn ihr einen schönen Grillabend machen wollt mit euren Freunden. Es wird euch angezeigt und ihr könnt sogar in die nächsten Tage gucken, ob es regnen wird oder nicht. Falls ihr einen Grillabend planen möchtet, würde ich sagen, perfekte App dafür. Diese Grill-App, ladet sie euch, probiert sie aus. Weber's on the Grill. Weber's on the Grill App sind auch mehr als 250 Rezepte drin. Und das Besondere an dieser App, es werden spezielle Grilltechniken wie bei Barbecue grillen und all sowas und irgendwelche speziellen Tricks, Kniffe mit drinnen angezeigt. Ihr könnt sie euch aufrufen und somit zum perfekten Grillmaster werden. Weber's Grill App, eine App mit Lernfaktor. So, das war's jetzt auch wieder von mir mit meinen Grill-Tipps für euch. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt wieder weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Ideen habt, was ich als nächstes mal vorstellen soll oder sowas, dann schreibt's bitte in die Kommentare. Kommentiert dieses Video natürlich fleißig. Ich würde mich freuen über jeden Anreiz. Und gebt dem Video einen Daumen hoch, noch besser abonniert mich natürlich. Das wäre alles der Hammer, wenn ihr alles drei zusammen macht. So, mein Ventilator werde ich jetzt erstmal anmachen. Schön hier in dieser kalten Brise, weil es draußen so heiß ist und die Sonne scheint. Natürlich, wir schwitzen hier alle. Nein, kleiner Spaß. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Schaltet wieder ein. Ciao. Nein, wie der Grilltimer. Ihr könnt euch da drin in dieser App werdet... Ach. Grillmaster, Steak Timer. Der Steak Timer, ähnlich wie der Grillmaster, ihr werdet gezeigt. Nein, werdet ihr nicht. Ich werde mich jetzt in dieser Hitze erstmal ein wenig hier. Was ist denn hier los, mein? Ja, mein komischer Ventilator.